Assalamu alaikum, Brüder und Schwester. Willkommen beim BIT Team Ranking 2024. An meiner Seite Herr Gashi und Herr De Castro. Schön, dich kennenzulernen. Und ja, nichts Besonderes, ich muss nichts erklären. Rank ein paar Teams und let's go. Würdest du Pro? Ich würde sagen, würdest du Pro von meiner Meinung ist B-Tier. Und würdest du Pro? Yes. Ich würde auch sagen B-Tier. Im Moment auf jeden Fall, aber der meiste kann schlecht sein, vor allem mit Electronic, aber. Hat man nicht so gesehen. Ich würde tendenzieren zwischen A und B. Ja. Aber weil sie in meinen Augen, wenn man einmal ihr Spiel verstanden hat, kann man leicht gegen sie gewinnen, in meinen Augen. Deswegen von mir B. B? Gib A. Eigentlich nein, gut. Gib A. Eigentlich gut. Sie haben Electronic. Electronic ist krass, ja, gibt A. Okay, Spirit. Ich würde sagen, auf jeden Fall S. S, die Runde frei. S, die auf jeden Fall. Donk hat uns zerstört vorgestern, also S. Vitality. Würde ich auch sagen, eher S, natürlich. Ich würde auch ST sagen. Ich würde auch ST sagen, ja. Das Championship-Winning-Team. Safe. Wir wollen natürlich niemanden disrespecten, aber wir sollten probieren, einfach jede Kategorie so einmal damit zu... Ja, zu den Platten. Ja. Liquid, jetzt mit neuem Roster. Wir haben diesen Ultimate gepickt aus Polen. Ich finde, JK ist top. JK ist passt, aber ich weiß nicht. Dieser Ultimate ist, glaube ich, gut, aber es hätte so viele andere Optionen gehabt, glaube ich. Ich würde... Ich weiß nicht, Twisty Gale auch noch nie gemacht, weiß ich nicht. Also, ich würde C oder ich D. Ich sag auch C. Echt? Ich sag C, ich glaube D ist schon weit. D ist, die haben zu gute Spieler. Ja, genau. Ja, C. E und C. Mach einfach kaputt, der G2. Gamers 2. Was denken wir? Ich glaube, also mit Snacks, das Snacks ist schon ein bisschen so. Das ist gut, Alter. Ich würde sagen, Richtung A und B. Ja, also ich würde schon A geben, weil ich meine, ja, also ich würde nicht tiefer als A geben. Weil die machen schon Deep Runs, immer diesen krass. Ja, Malbs ist eigentlich ein 10. Aber fehlt noch was für S, würde ich sagen. Ja. Spirit Vitality, man kann jetzt nicht direkt sagen, okay, der ist safe Favorit oder so. Mhm. VP G2 würde ich auch sagen, so. Genau, ja. Genau. Aber so, wenn man Spirit G2, würde man eher so Spirit sagen. Ja. Deswegen, ich denke, so kann man gut vergleichen. Complexity finde ich sehr interessant. Die sind irgendwie gewinnen die Spiele, irgendwie sind die hoch im Ranking, aber ich check oft nicht warum. Alter. Ich würde den. Also ja, aber eigentlich sind die nicht schlecht, wirklich. Die sind eigentlich gut, aber ja. Eben wie gesagt, ab und zu gewinnen die, ab und zu verlieren die. Ja, also mein persönliches Meinung ist B. Actually. Weil ja. Wir sind einfach so ein Mittelding. Ja, die Elite ist der krass, aber. Hm? Die ist schon krass, Alter. Flop-Lead, mein Gott. Bro, nimm keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht, was du sagen soll zu Nip. Also Nip wäre bei mir E-Tier, aber seitdem sie Rinky und so haben und in Abu Dhabi auch besser gespielt haben in Jena, gebe ich ihnen von mir einen D. Action auf Max Dingy. Aber die waren schon sehr, also no disrespect, aber die waren schon nicht so gut die letzte Zeit. Ja. Ich würde sagen jetzt gerade D, aber die haben auf jeden Fall Potenzial. Ja, mit dem neuen Roster. Ja. Also in Abu Dhabi haben sie gut gespielt. Was ist D, ja? Wir machen D einfach, ist okay. D? Ja. Der Gesichtsklan. Gesichtsklan meiner Meinung nach S. Auch also S. Einfach auch, wenn sie mal strugglen. Weißt du? Sind auch Top-Tier-Contender. Können immer den Turniere gewinnen. Egal, ob sie davor mal gestruggelt haben oder so. Ist scheißegal. Wir haben noch Heroic. Heroic ist ähnlich wie komplexer in meiner Welt. Ja. Weil wen hat der Heroic jetzt? Dexter. Dexter. Und jetzt Dexter, Nerds. Dexter. Schuschen, das ist. Also, ich ein gutes Roster. Wir haben eigentlich ein gutes Roster, wirklich. Gute Spieler. Ich bin ein riesen Nerd-Fan. Aber trotzdem, ich bin ein Nerd. Ich glaube auch, da ist richtig komplex hier, ja. Obwohl. Besser? Nee. Nee, ich denke. Sie können schon VP schlagen. Ja, sie können VP. Also, wenn du sagen wir mal so, spielt G2 10-mal gegen Roig, ja. Würde G2 wahrscheinlich 6-7 Mal gewinnen. Ja, ja, stimmt. Also, ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen. Ja, ja. Ja. Gelber Legion? Schwer zu sagen, wir haben ja jetzt ein sehr junges Liner, würde ich sagen. Haben jetzt CTA, glaube ich, geholt für Snacks. Ich glaube, jetzt mit CTA, die werden, glaube ich, nicht so gut spielen. Ich glaube, Snacks war so einer, der hat spielen lassen, weißt du? Der war auch so ein X-Faktor, Snacks. Ja, der hat sehr viel so durchgeteilte Sachen gemacht, genau. Viele Runden gewonnen. Genau. Also, ich die. Was würdest du sagen? Also, noch schlechter der größte Surprise würde ich sagen, D. Sag ich dir ehrlich. Nein, also kein Disrespect. Also, ich denke so, wenn ich jetzt
Mit, ja, ich glaube, da wird sie so umstrukturiert. Ich glaube, da wird mehr so strategisch laufen. Bei D. Okay. Ja. Falcons. Sehr interessant. Sehr schwer einzuschätzen. Das ist die Frage, wie man es bewertet in meiner Welt. Wenn du es bewertest für das, was sie haben an Kaliber von Spielern und so Ausgaben, sind sie schon E-Tier. Also sorry, das ist wirklich die böse Welt. Aber ja, da muss halt mehr kommen. Ich glaube, die haben einen Fehler gemacht, dass sie Boris gekickt haben. Glaube ich. Echt? Ich glaube wirklich. Ja, die brauchen nicht so einen jungen Spieler, der einfach reingeht und die alle wegballert. Also Priest spielt schon gut. Ja, ist stimmt. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt auf jeden Fall. Genau. In so einem Punkt. Ja. Das ist ja der alte Enzo-Core. Ja. So damals, sie hatten immer einen X-Faktor. Die hatten halt damals hatten die Sphinx. Mhm. Und dann hatten sie Nerds. Und die waren immer so ein bisschen der X-Faktor bei denen. Und ich habe so das Gefühl, die haben jetzt gerade, ich glaube, Magen ist eher so ein bisschen der X-Faktor geworden bei denen. Ja. Weißt du, was ich machen will? Ich will sie zu Liquid machen. Ja, würde ich auch sagen. Sie? Ich denke, die... Okay, Digga, dann muss ich sagen. War das nicht schon doch? Ja, nee, weil ich ist ja... Nee, ist schon okay. Also, ich denke, sie sind besser als Gamer Legion und Allied. Ja, ich denke es einfach aus 100%. Aber von der Leistung her hätte ich nicht. Ja, von der Leistung her nicht. Nein, nee, machen wir C, ist gut. Ich bin noch C. Ja, nee, also D ist schon 30, glaube ich. Ja, C ist okay. OG. Die haben jetzt, glaube ich, habe ich gesehen auf LTV so einen Reporter, dass sie diesen, die haben Thomas geholt. Als Stand-in, ja, für Blast. Aber ich glaube, der soll auch callen. Ja, genau wie GL, ja. Ich weiß nicht. Ja, also Thomas, Fico, Kito, Modo. Es fehlt immer einer, ne? Ja. Nexius. Nexius, genau. Sagt ihr ehrlich, für dieses Budget, was OG gibt, kann man viel Besseres machen. So, OG ist nicht so gut. Wir haben gegen sie verloren. Aber nicht mit mir. Nee. Stimmt, Alter, dieses Anubis-Game. Ja. Ich würde trotzdem sagen. Heilige Scheiße. Ja, Mann. Bruder, wir haben von jedem Team mit Trauma, kein Scheiß. G2, Inferno, 12, Trauma. Alles, Heroic, Katowice. Dallas, alles. Du denkst noch so wie Abu Dhabi, Yalla Kompass, Trauma. Aber ja, OG ist schon lower D. Oder sogar E. Gut, dass wir einfach alles so, wenn es geht, benutzen. Aber ich denke, E ist schon sehr dreiste Kategorie, hat sich so. Ja, aber E ist schon. Wir müssen sie irgendwie füllen. Ja, aber es ist immerhin kein F. Ja. Also, ich mach's erstmal auf B, okay? Ja, lest mal. Natus Vincere. Also, ich, A oder S? Ja. Ich denke. Was? Die sind krass. Okay. Was hättest du gesagt? Hättest du C oder B gegeben? Ich hätte sie zu komplex und nach Heroic gemacht. Echt? Ja. Findest du? Ja. Ich glaube, die haben ein gutes Line-Up, aber die brauchen irgendwas. Ich finde, die brauchen irgendeinen Starspieler, wirklich, so, weißt du, so ein Nerds-Kaliber, weißt du. Mm. Die sind sehr gut, aber ich finde, gegen diese S-Tier, ich glaube, die werden... Wo haben sie nochmal Fade geschlagen vor kurzem? War das auch ein Dallas? Ich weiß es nicht. Last London, glaube ich. Irgendwas so, ja. Ah ja, stimmt. So, die sind halt diese... Also ich muss sagen, Wonderful ist sick. Ja, Wonderful. Ich würde denen den A geben. Ah, okay, auch. Das A geben. A ist so okay. Zwischen den Jails auch sehr gut, ja. Okay. Jail. A? Ich denke auch A. Ich denke S nicht. B ist unfair, Mann. Ja, B ist unfair. Meine Meinung. Wenn A B ist, dann müssen wir Complexity Roll müssen wir noch machen. Wir gucken gleich nochmal. Aber okay. Lass uns A geben. Okay. Respektlos. Cloud9. Sehr interessantes Liner. Interz, Bumbler, Exile, diesen Icy von Amkai und Heavy God von OG. Das ist absolut crazy, leider. Ich freue mich für Interz, actually. Ja, aber. Ich freue mich sehr für Interz. Heavy God ist sick. Aber ich habe das Gefühl, die haben keine. Also, irgendjemand von denen muss sozusagen Charakter changen, weil ich meine, Interz ist absoluter Supportspieler. Mhm. Exile und Heavy God waren beide Full Anchor. Ja. Icy Alp, Bumbler eh, so das Mittelstück. Ja. Deswegen einer von denen muss upsteppen, sozusagen mäßig, und seine Rolle neu definieren. Excel Heavy God, vor allem Excel hat so viel Erfahrung. Schwer. Also jetzt gerade C oder D.
Ich will auch sagen. Boah, okay, krass. Was würdest du sagen? Ich will auch sagen. Ich habe echt eine B gemogelt tatsächlich. Nee, B würde ich schon nicht sagen. Nee. Also ich denke, weißt du, wann ich B geben würde? Wenn ich ihre Spiele sehe und jetzt die gewinne, dann würde ich B geben. Aber jetzt, wenn ich so, dass zum Beispiel ich spiele gegen die und ich sehe, dass Leiner nicht wird. Vielleicht bin ich ein bisschen noch gepredigt vom Albtraum. Max C würde ich geben, weißt du? Ja, nee, Max ist okay. C ist okay. Würde ich geben jetzt. C ist gut. Was traurig ist. Astral ist auch Trauma, der ich schwöre. Das alles ist sehr krass, actually. Also Astralis will ich auch auf die Art tun. Weil die schlagen sich schon gut mit diesen Teams. Ja, also Astralis gegen Complex City, aber ist ja auch wieder frei. Okay. Hier oben generell. Die nehmen sich halt eh nicht viel. Ja, generell, ich schwöre so, keine Ahnung. Die können auch mal einfach. Irgendwann ist alles. Ich würde A geben. Ja. Ich denke, Astralis bei dir ist sehr interessant, weil ich habe das. Also. Die unterscheidet irgendwie nicht so viel zu uns. Mhm. Sie haben, also gut, wir haben nicht so oft Deep Runs wie sie, aber sie haben auch Deep Runs, aber sie haben auch mal nicht so gute Turniere, wo sozusagen immer so, man verliert gegen einen Gegner, gegen den man auf gar keinen Fall verlieren sollte, so mäßig. Aber ich glaube, die haben jetzt ein gutes Lineup. Ja. Außer einen würde ich noch chillen und dann werden die. Aber ich denke, wichtig, so einen zum Beispiel, bleibst du zum Beispiel Bro? Zum Changen? Ja. Ich denke, es ist wichtig, so einen zu haben auch im Team. Ich glaube, für mich, was, also Stahl ist ja wirklich gut und alles, aber ich glaube, da hat zu viele Chancen schon bekommen. Ich glaube. Stair? Ja, Stahl. Stair. Findest du? Also er ist gut, aber. Ich finde schon überkrass. Ja. Ganze Zeit. Na, ich sag ja, er ist gut, aber ich finde irgendwann, den Talent hat einen Platz für den, keine Ahnung. Aber das ist schon gut. Ja. Okay. Jetzt kommt sehr interessant. Weil du, ich denke. Ist ja nur noch eins offen, wir hätten. Nein, Mann. Ich denke. Wir wissen auf jeden Fall nicht eh, obviously nicht. Die sowieso auch nicht, in meiner Welt. Ich denke, wir müssen ja realistisch spielen. Ja, realistisch. Wir dürfen ja nicht sozusagen, wir dürfen ja nicht sozusagen, was wir von uns erwarten, was wir wissen, was wir können, was auch immer, sondern. Wenn jetzt irgendein HTV-User diese Liste machen würde, dann würde er uns hinpacken. Ist nicht schlecht. Ich glaube, die Position ist offen dort. Nee, also ich denke, B haben wir uns noch nicht verdient. Mhm. Realistisch, ich denke, C ist valid. Schau mal, wir haben jetzt nur diese neuen Lineups haben wir C gemacht. Wir sind auch ein neues Lineup. Ich würde auch erstmal C anfangen. Ja, C wäre also. Schauen wir, was passiert. Weil wir B und A schon geschlagen haben. Ja klar, aber es geht ja da. Aber es geht ja um Consistent so. Ja, safe. Ich denke, C ist legitim. Ja, ich denke auch. Wenn wir ein Team oder zwei oder mehrere in E packen müssen, wer wäre es? Ich habe irgendwie ein komisches Bauchgefühl bei Gamer League. Ich auch. Weil mir fehlt so ein bisschen der Charakter im Team. So einen, wie zum Beispiel die Snacks hatten, weil die sind alle sehr jung jetzt. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass so einer. Einer hat so das Zepter in der Hand so wirklich, weißt du? Die Leute sind halt nicht schlecht da. Das ist halt das Problem, weißt du? Aber ich weiß nicht, ob das klicken wird zusammen, weißt du? Also, ich sag dir ehrlich, kein Disrespect, aber ich würde OG vor Gamer Legion auf die packen. Ja? Also, meine Meinung, ich denke einfach wirklich, dass die hätten so viel bessere Sachen machen können. Ja, OGs. OG? Ja, war schön mit euch, aber lebt hart. Nichts gut, Alter. Ich glaube, so ist okay. Ich denke, es ist ehrlich. Ich hoffe, Karma packt uns nicht. So, Leute, das war unsere Team-Ranking-Liste. Wie gesagt, ist halt ein bisschen hart. Nichts gut, es tut mir leid. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, kommentiert das Video, was ihr vielleicht nächste Formate sehen wollt oder. Vielleicht andere Leute auch, vielleicht habe ich euch nicht so gefallen. Vielleicht war er ein bisschen zu toxic. Toxic? Danke fürs Zuschauen und bis bald. Digga, hat dich einfach gefickt. Er sagt mir toxic, aber er sagt, nee, das ist ein Grottenschläger. Weil er sagt so, Bruder, fake it? Ja. Ey, Bro.